Willkommen zu Star Citizen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht mich hier im Orbit von dem Mond Lyria. Und wenn ihr hier die Prospektor seht, dann wisst ihr schon, was ich so ungefähr vorhabe. Aber ihr wisst ja auch, dass ich es jetzt nicht unbedingt immer nur aufs Minern mit Geldgewinn absehe, sondern dass ich mir eben auch anschaue, wie sieht das Ganze aus. Muss ich da gerade mal gucken, was machen sie jetzt mit mir? Da will mich irgendjemand abschießen. Habe ich hier irgendjemand irgendwas getan? Nein. Will mich irgendeiner erpressen? Ich muss mal gerade gucken, meinen Chat anmachen. Nein. 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 Okay. Also, mir ging es nämlich eigentlich um Folgendes, bevor ich jetzt hier so abgeballert werde. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Mond Lyria, wenn er genau hinschaut, dass er schon so kleine Wolkengebilde hat, die um den Mond herum kreisen. Also ihr seht es hier an der linken Hand. Wenn ihr mal so einen Punkt fokussiert, die ganz hellen weißen Punkte, die Wolken ziehen schon über den Mond hinweg. Das war mir jetzt bis jetzt noch nicht so bewusst. Vielleicht ist es nach dieser neuen Überarbeitung schon mal eingebaut worden, so als Andeutung. Das will ich mir jetzt natürlich mal anschauen, ob die wirklich schon so voluminös sind oder ob das wirklich so, ob das so Schichten sind, die sie da halt so als Layer schon mal draufgepackt haben. Aber ich fand es sehr erstaunlich, dass sich da schon über dem Mond was hinweg bewegt, was man so deutlich sehen kann, ne? So, er hat mich jetzt hier schon ein bisschen angeschossen, das merke ich. Ja, das ist halt so jetzt, ne? Als Miner muss man das immer mal so im Blick haben, dass man auch abgeballert wird. Dann hätte er aber, sagen wir mal, was in den Chat hineinschreiben können. Geld her oder ich schieße, ich bin ein Pirat. Sowas in der Art, ne? Soll es ja geben. Hat er nicht gemacht, hat einfach losgeschossen. Da kann ich natürlich nichts erwidern, ne? Da kann ich nur abhauen. Aber in dem Moment war es mir halt wichtiger, euch mal zu zeigen oder auch mir zu zeigen, wie ist es denn tatsächlich hier mit diesen Layer-Schichten, die die Wolken da symbolisieren. Und das sah schon mal ganz gut aus. Und wenn ich jetzt hier so mal so runterkomme, haben wir hier einen ganz guten Blick. Dann sehen wir schon, dass das halt so rudimentär vorhanden ist. Also diese Wolkengebilde. Das wird noch viel, viel schöner. Aber es hat schon seinen Reiz gehabt, den Mond mal so zu sehen. So, dann will ich mich nochmal umgucken, ob der Monsieur mir hier gefolgt ist. Nö, ne? Also jetzt erstmal ruhig. Er wird natürlich sehen können, wenn ich jetzt hier anfange zu scannen. Wird er natürlich gucken können, wo ist er, ne? Ich schaue nochmal kurz in den Chat. Nee, da hat er auch mich nicht angeschrieben. Geld her oder Leben oder sowas. Dann muss ich ja dann das Ding wieder reparieren. Ja, das soll jetzt hier nicht so wieder so eine lange Miner-Episode werden. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich was Schönes finde, und dann will ich mich auch wieder zurück auf die Station begeben. Da habe ich nämlich noch ein paar Prozesse, die sind schon abgeschlossen. Quantanium 3 ist ein bisschen knapp, ne? Wäre schöner, wenn er 20 stehen würde. Ja, das können wir mal lassen. Das bist du doch jetzt. Nee, das ist noch was anderes. Ja, das ist da wieder so Edelstein. Muss auch sein, ne? Falls man mal hier mit seinem Rock vorbei käme. Ich sag ja, da muss man ihn schon hintransportieren. Falls das so wäre, könnte man da auch was finden, was schon schön ist.
Ja, vielleicht bevor ich hier mich sehr konzentrieren muss, nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt ja immer mal wieder einen Kommentar hier. Ich würde das ja nur machen wegen des Geldes. Da nochmal ganz kurz ein Statement von meiner Seite. Ich mache das wirklich nur so als Hobby. Ich bekomme hier keinerlei Zuwendung finanzieller Art oder auch sachlicher Art von irgendjemand. Ich schalte in YouTube keine Werbung. Da bekomme ich keinen Cent. Und von CRT bekomme ich auch keinen Cent. Sondern es ist einfach nur ein schlichtes Hobby, was ich neben meinem Fulltime systemrelevanten Beruf eben mache zur Entspannung, weil ich das halt von der Idee her so toll finde. Ich spiele aber auch noch gerne andere Games, wo ich auch keine Bezahlung erhalte. Cyberpunk habe ich hier letztens abgeschlossen. Und als ich da ja in der letzten Folge haben wir es gesehen, auf Arkop stand und durch die Scheibe geguckt habe, habe ich mir auch so gedacht, Mensch, guck mal hier, so, auf so einem Mond, da könnten sie tatsächlich in so einer Stadt Cyberpunk laufen lassen. Und auf einem anderen Mond könnten sie Assassin's Creed irgendeine Folge laufen lassen. Ne? Und das finde ich halt so faszinierend, die Möglichkeiten, die man eben hat. Das nochmal ganz kurz dazu, ich bekomme keinerlei Zuwendung, im Gegenteil, ich habe viele Ausgaben, ja? Das war mal so sehen, so ist es auch angedacht, ja? Ich will auch hier nicht beruflich eine zweite Karriere starten, ich spiele es zur Entspannung. Punkt. Jetzt ist alles gesagt. Ja, und jetzt will ich mir hier auch den Mond ein bisschen anschauen. Wie sieht er so aus? Was hat sich verändert? Diese glänzenden Oberflächen, die vielleicht Eis oder so sind, sind mir vorher nicht so extrem aufgefallen. Das müssen sie mit der jetzigen Veränderung reingebracht haben. Und das ist halt immer so eine tolle Sache, mit der Prospekte dann gleich loszufliegen. Dann guckt man sich das nicht einfach so an, sondern wenn man noch einen Stein findet, kannst du den noch mitnehmen. Und dann macht das doppelt Freude. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich diese lukrative Ecke verlassen, wo wir das Cantenium da hatten. Und der beste Server ist es aktuell auch nicht. Hatte auch ein bisschen Ruckeln. Das geht auch schon mal zwischendurch mal besser. Liegt jetzt am Wochenende. Ich nehme es gerade am Wochenende auf. Da sind natürlich wieder viele dabei. Und dann hat man halt schon mal eine Wahrscheinlichkeit, dass der Server da an seine Grenzen kommt. Aber im Moment fliegt es sich hier ganz angenehm. Und das Minern müssen wir dann mal schauen, wie sich das so zeigt. Hier ist wieder so ein kleiner. Wenn er unter mir so klein aufpoppt, dann ist es wieder irgendwie so eine kleine Rock- oder Handmining-Geschichte. Ja, das sieht richtig schön aus. Wenn man sich das so anschaut. Auch die silberne Farbe von der Prospektor, die ja eigentlich leicht bläulich hier die Seitenteile hat, sieht hier doch eher schön dunkel aus und passt sich sehr, sehr schön in das Bild ein. So, dann haben wir jetzt da wahrscheinlich ein Biom gewechselt und könnten nochmal versuchen, hinter dieser Bergkette, vielleicht stoßen wir da nochmal auf ein paar Erze, die sich lohnen mitzunehmen. Das wird wieder was Kleines sein, könnte ich mir vorstellen, ist einfach zu nah dran. Ja, scanne ich mal ganz kurz. Bolivien, ja. Das wäre wieder was für einen Rock. Wobei der es natürlich auf so einem Berghang auch schwer hätte, das Ganze abzubauen. Das ist schon eher was. Nee, ist auch nichts. Hier drüben. Das wäre was. Da müssen wir unbedingt mal hin. So, wir scannen das mal. Ja, das ist auch Cantenium. Das ist ja lustig hier, ne?
Aber leider halt nicht in der Größe, sonst würde ich es machen. Also wenn ich jetzt hier 20% hätte, dann würde ich schnell das mal riskieren. Das wäre dann jetzt kein Problem. Wir hätten Arc L1, das ist jetzt wieder so was Kleines. Arc L1 in der Nähe, das könnte man auch noch erreichen. Das sieht so richtig klasse aus. Die Sonne spiegelt sich hier und ruft so diese glänzende Oberfläche hervor, wie wenn da jetzt Wasser oder irgendwelche Substanzen so gefroren werden, die dann das Licht brechen. Ja, begeistert mich, begeistert. Wenn jetzt noch der Yeti hier unten rumlaufen würde, wäre super. Gut, ich mache an der Stelle einen kleinen Cut und wenn ich was gefunden habe, seid ihr natürlich wieder dabei. Ja, willkommen zurück. Ich bin jetzt hier schon eine Viertelstunde rumgeflogen und war sehr wählerisch. Ja, jetzt möchte ich gerne das mitnehmen, was ich finde. Ich finde hier Quantanium und hier hinten ist noch Borase dran. Nicht viel. Da möchte ich mich mal dran versuchen und dann ist es jetzt auch ganz gut. Vom Sightseeing war es natürlich klasse, da lernst du den Mond mal richtig kennen. Und jetzt will ich halt nur gucken, dass wir hier kein Minus machen. Und dann versuche ich mich mal mit dem Quantanium. Mal gucken, ob wir da überhaupt aufbrechen können. So, jetzt habe ich dem Optimum Consumable dazu geschaltet. Jetzt muss ich aber ein bisschen hier aufpassen. Dass ich hier nicht drauf gehe. Ja, mit Hotas wäre es natürlich schöner, habe ich ja auch, aber nicht. Habe ich nicht am Start hier. Aus Platzgründen. Ansonsten wäre das natürlich viel besser, da gebe ich jedem recht. Das ist das Haus vom Nikolaus. So, man soll ja ein bisschen mehr rummählern, habe ich jetzt mich belehren lassen. Ob es wirklich was hilft, weiß ich nicht. Aber man kann es ja probieren, ne?
Ja, der Optimum ist natürlich sehr angenehm, ne? Er hat jetzt 5 Ladungen. Jetzt habe ich schon 2 verballert. Das kann man sich aber leisten. Also hier unten ist der Kontanienbrocken, der hier so schön runterfliegt. Und hier hinten könnten wir nochmal einen aufspalten. Das machen wir natürlich nicht. Nein. Also haben wir den schon ganz gut rausgeholt. Was bist du? Du bist auch ein Falscher. Ja, den schenken wir uns ebenfalls. Also wissen wir hier, einer ist den Berg runter. Oder da ist aber noch ein Zehner. Aber wir nehmen jetzt den hier nochmal. Ja, 100 Quarz, 100% Quarz. Da ist der 13er Antenium drin, das ist schon mal gut. Da ist auch nochmal ein 13er drin. Und ein 29er, das merken wir uns. Also den Hang runter, dann da. Und jetzt will ich es aber hier nochmal eben wissen. Wobei, da ist ja gar nichts drin. Das war der mit dem Hauch von Borase. Optimum mache ich mir halt den grünen Bereich ein bisschen größer, dass ich jetzt als Mausspieler hier ein bisschen besser, feiner justieren kann. Und der Server, der wackelt halt auch ganz schön. Ne, den sorgen wir nicht. Den müssten wir nochmal brechen hier. Da wäre drin das Continuum. Okay, und hier. Ah, das schenken wir uns. Da wäre halt ja auch von Borase drin. Das macht keinen Sinn. Scan initiated.
Ja, das macht keinen Sinn. Wir werden den jetzt mal holen, so für die Wissenschaft, ja. Wir werden mal für Science gucken, ob ich hier von Lyria dann nach Ark L1 fliegen könnte mit der Ladung, ohne dass sie mir um die Ohren fliegt. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Das teste ich jetzt mal. Und da kommt es mir jetzt gar nicht mal so auf den Gewinn drauf an. Einfach mal, ob es von der Zeit her zu schaffen wäre, wenn man da jetzt sehr wählerisch wäre. Man würde jetzt das gesamte Schiff mit reinem Containium voll laden. Und nachher schafft man es von der Zeit her gar nicht von diesem Mond. Musst du das auch sein, oder? Habe ich nicht verstanden. Wo ist denn jetzt mein Quantanium da drin? Da ist es drin. Dann würde ich mal sagen, dann läuft die Zeit ab jetzt. So, das war das fast 30er Quantanium hier. Natürlich nur ein ganz kleinen Brocken. Auch klar. Dann den nehmen wir nicht. Dann war der runtergefallene hier noch. Du warst noch nicht fertig. Ja gut, okay, jetzt gilt es halt nur noch darum, ein paar Sachen mitzunehmen, die einigermaßen rein sind. Ja, einigermaßen rein und dann 99% oder 95% inert. Da haben wir ja fast keine Chance. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Wir machen das jetzt hier, das Ding mal kurz voll. So symbolischer Charakter, also wir stellen uns das jetzt vor, das wäre jetzt alles das gute Material und da braucht es natürlich ein bisschen Zeit, das auch aufzusammeln, ganz klar. Und die Zeit haben wir jetzt hier mit unnützem Material mal so vergeudet. Okay. Dann würden wir mal schauen, dass wir jetzt das überhaupt von der Zeit her noch schaffen, ne? So, guckt euch das an, sieht es nicht schön aus. Jetzt durchstoßen wir die Wolkendecke, die Dunstdecke und dann geht es hier nach oben und wir gucken gerade mal. Wir wollen ganz schnell nach Arkop L1.
Und ich habe natürlich den etwas besseren Quantum Drive drin, den Atlas, der ja von der Geschwindigkeit spürbar schneller ist als der Standard, aber trotzdem noch eine ganz passable Reichweite hat. Den sollte man auf alle Fälle nehmen, dass man auch für solche Transporte ein bisschen schneller unterwegs ist, aber trotzdem noch durchs Wörst kommt. Ja. Also ich kann trotzdem noch von Microtech quer rüber nach Hörsten oder nach Arkorp fliegen und das ohne Probleme. Ja. Also jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, 8 Minuten haben wir, bevor das erste Lämpchen leuchtet. Falls ich das noch weiß, das ist schon so lange her, dass ich mal Quantanium geholt habe. Aber das scheint sich hier auszugehen, hier, wenn man jetzt direkt so eine Raffinerie in der Nähe hätte. Ja, da müssen wir halt noch jetzt noch von Arkorp noch mal rüber. Also von dieser L1 nochmal in diese Station. Das ist nochmal ein Punkt. Den müssen wir halt nochmal extra anspringen. Kostet dann auch wieder ein bisschen Zeit, aber im Moment blinkt ja noch gar nichts. So, die ersten Ausläufer von dieser Wolke haben wir schon. Und jetzt müssen wir noch schnell rüber switchen. Forest Station. Jo. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier unten in den Bereich hin, der Bereich für die etwas kleineren Schiffe. Okay, das geht jetzt hier nicht. Ja, hatte ich recht, das ist da unten wieder ein bisschen frickelig, aber machbar. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wir sind ja jetzt ein Gefahrguttransporter, ja? Es könnte ja sein, dass es uns zerreißt. Dann müssen wir uns eigentlich hier ganz außen hin fliegen lassen, ne? Ja, nicht die Station gefährden. Aber gut, die wissen jetzt ja nicht, was wir hier geladen haben. Fahrwerk ist draußen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann lassen wir uns mal automatisch einparken. Und dann sind wir mal gleich hier startbereit. Dann können wir da gleich wieder los. Habe ich jetzt da nochmal wieder angeschaltet? Also diejenigen, die das Ganze jetzt einstoren, die freuen sich, weil ich gerade das Schiff wieder angemacht habe. Oh weia. Schnell, ich hab's eilig.
Wie weit sind wir entfernt? Ja, schon über 1200 Meter. Jetzt stormen wir das Ding schnell rein. Ja, in der Hoffnung, dass er jetzt safe ist und uns nicht um die Ohren fliegt. Wo muss ich jetzt hier hin? Da. Schnell in die Raffinerie und das Ding in Auftrag geben. Jetzt habe ich da schon 5-mal drauf rumgedrückt. Ja, also ich würde schätze ja 5000 irgendwie erreicht. Das ist, ich habe jetzt nicht mehr Zeit gehabt. Ich habe einige Zeit gesucht. Und wo man immer denkt, ja, 10% irgendwas lässt man noch liegen. Aber wenn man dann jetzt keine Zeit mehr hat, dann nimmst du halt das, was rauskommt. Und jetzt teste ich das mal, wenn ich da einen schönen Brocken finden würde, ob sich das lohnt, ihn auch an diese Station zu bringen. Ob man das zeitlich überhaupt gut schaffen könnte. Steht. Aha. Und es war ja auch ein Tipp von euch, dass ihr gesagt habt, der Server wäre neu und die Sachen würden sich erst nach und nach aufbauen. Deshalb sind hier noch keine Bohrköpfe hier drauf. Ich bin jetzt hier auf dem Server ja schon die ganze Zeit in Gange. Da müssten sie sich aber schon lange mal aufgebaut haben. Also die Theorie stimmt nicht so 100%. Ich glaube nicht wirklich, der ist an seiner Grenze gerade, der Server. Aha. Quantanium. Mal sehen, ob er rechnen kann. Sonst ist es auch egal. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass man es transportieren könnte. Da kommt es mir jetzt gar nicht so auf den Wert drauf an. Ja, hier steht auch wieder nichts. Okay, ich wollte es aber sowieso hier reingeben. Und hier seht ihr, zwei habe ich schon fertig. Die verschippere ich noch. Da habe ich ordentlich Laranit und Agritium drin. Das sollte auch was bringen. Und jetzt halt noch schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? Ja, Aluminium, Quarz, Spur, Quantanium. Wenn ich das nach der besten Methode machen würde, jetzt hat er wieder. Weiß er, man drückt und weiß nicht, dass der da schon. Habe ich jetzt auf. Habe ich schon bestätigt. Ich raff es nicht. Ach so, dann muss ich ja nochmal hier hin. Aber wo ist mein Quantanium hier, ne? Muss ich mir auf der Aufnahme nochmal angucken, ob ich das weggeklickt habe jetzt irgendwie. Aber okay, gut, die werde ich dann zusammen verschippern, weil die bringen ordentlich Geld. Da würde ich sagen, liegen wir weit über 100.000, wenn ich diese zwei Aufträge jetzt verschippere. Das machen wir aber ein andermal. Also bedanke mich, dass ihr reingeguckt habt. Das Ziel war ja jetzt, dass man sich den Mond nochmal anschaut, Walla. Und ich habe sehr viele Sachen für den Rock gefunden, das ist erstaunlich. Und weniger für die Prospektor. Was ich jetzt ein bisschen schade fand, aber kann ja nicht jeder Mond gleichwertig bestückt sein. Und dann lief mir einfach jetzt auch die Zeit weg. Und dann habe ich jetzt halt mal den Versuch gemacht. Man könnte also durchaus sagen,
Panthenium, wenn man es mal drauf anlegt, in einer sehr reinen Ausbeute, könnte man tatsächlich hierher verschippern. Und ob der das jetzt hier genommen hat, das muss ich nochmal sehen. Also wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich jetzt diesen ganzen Krempel dann nochmal verticke. Ich glaube, da kommt eine Menge raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in Star Citizen.